Ah! Oh, scheiße, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Wann kommt der? Bruder, grüß dich. Was ist los, du alter Silbenzähler? Also, ja, Silbenzähler als Milbenzähler wie Mock, ne? Wie geht's dir? Ja, da sagst du was. Alles gut. Hör mal, ich hab mir was überlegt, Promophase. Ich mach doch immer diese Charity-Dinger. Ein bisschen Spenden, ein bisschen dies und das. Ey, ich hab doch keinen Bock, von meinem Geld da jetzt was da abzugeben. Sympathiepunkte, die Kohle kommt am Ende wieder rein. Vertrau mir mal. Ich hab mir was Geiles überlegt. Da gibt's doch dieses Flüchtlingsheim jetzt hier. Okay. Ne? Charity-Fußballspiel mit den Flüchtlingen. Okay. Pressebericht. Aber wir haben doch jetzt gleich ein Videodreh. Und wir müssen noch einen Song. Das kriegen wir noch hin, schnell. Romans für Sportklamotten. Machen wir das, ziehen wir das durch, danach haben wir immer noch Zeit. Machen wir den Song fertig, Videodreh, kriegen wir alles hin, Bruder. Ja? Weiß ich ja, was denkst du denn? Aber ist das nicht Beine mit Flüchtlingen und so? Ach, guck mal, wer der ist. Ach, guck mal. Nicht, dass er das jetzt mitgehört hat, der Mock, ne? Müssen wir aufpassen. Naja, dann passen wir mal auf. Okay, okay, dann lass uns. Davon ist der Laden, lass uns ein bisschen was Sportkleidungmäßiges einkaufen. Okay, Bruder. Mann, jetzt lass mich doch mal durch! Ich schon einmal durch hier, Bruder. Immer diese Nafri-Taktik. Alter. Hi, kann man so weiter? Nee, dann gucken wir uns hier nur ein bisschen um. Komisch, ne? Hör mal, Jungs. Jungs. Wir wollten gleich zum Fußballspiel. Was trägt man denn da heutzutage? Ich glaube, die sind da lang. Okay. Ja, Jungs, hier ist das perfekte Trikot. Ja, ich weiß, was ist perfekt zu dir. Das hält euch warm. Das auch nicht. Jungs, Jungs, langsam. Einer nach dem anderen. Immer mit der Ruhe, Leute. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Du erst. Also, Paris Saint-Germain-Anzug, das tragen so viele Leute. Das ist so gehypt. Guck mal, das hält auch warm. Das macht den Bizeps auch schön groß. Ah. Ja. Na gut, da hat er mich mit. Ja, ja. Hast du schon mal deinen ersten Anzug? Was hast du denn? Ich habe ein perfektes Trikot für dich. Dann siehst du topfit aus. Spielst wie Messi, hast so viel Geld wie Messi. Oh, Geld wie Messi? Das sag ich doch nicht nein, oder? Ja. Was hast du dafür? Ich hab hier zwei Fischer-Hüte, die sind top, die sehen auch echt geil aus. Ihr werdet auf jeden Fall super aussehen. Vertraut mir. Beim Fußball? Fußball? Gegen die Sonne oder was? Ja. Gegen Sonneneinstrahlung? Ja. Na gut, Sonnenbrand wollen wir uns ja auch nicht holen. Nee, das sind wir auch nicht mehr die Jüngsten. Deswegen würde ich sagen, nimm mal mit. Ja, so ganz schlecht sieht das auch nicht aus. Ich fühle mich damit auch wohl. Ein bisschen geschwächt, was soll's, Junge. Es ist ja nur Fußball. Wir müssen ja jetzt nicht in den UFC-Ring. Da sagst du was. Ey, Jungs, Jungs, das Wichtige ist fürs Fußballspiel, euer Trinkbäckchen passt rein, euer Butterbrot, alles. Oh, das ist so gut, hier, ne? Ich bin gerade eh nicht so ganz im Trainingsmodus. Du bist auf Masse. Ich brauche immer was dabei. Ja. Der kommt, der packt die Scheiße ein und dann los. Komm! Boah, Bruder, ich habe lange kein Fußball mehr gespielt, wegen Beintraining. Aber trägt man das sowas heutzutage? Oder ich weiß auch nicht, anscheinend schon. Vor 20 Jahren hat man das nicht getragen, aber anscheinend heute ist das die funktionale Sportkleidung. Ja? Und die Mütze? Weiß auch nicht. Gehört anscheinend dazu, Bruder. Für die Sonne, glaube ich, wahrscheinlich, ne? Damit nicht zu viel Sonne scheint. Hast du dein Butterbrötchen da drin? Ja, hier ist drin. Oder bei dir auch? Ja, ich habe hier noch ein Tetrapack, Fruchtpäckchen. Capri-Sonne? Ja, ja. Korrekt. Ja. Da kannst du ja losgehen. Ja. Können wir die Sachen so liegen lassen? Ach, das passt schon. Das glaubt doch keiner. Meinst du? Ich glaube nicht, Bruder. Komm, dann wollen wir mal. Komm, dann los geht's. Anstoß. 2-0. Ey, ich geh ins Tor. Ich bin ein bisschen müde. Okay, Bruder. Meine Kondi ist nicht mehr die beste. Ich wollte eigentlich dich jetzt fragen, ob ich kann, aber okay. Ich bleib die ersten 10 Tore drin. Jetzt bin es ich, allein gegen alle. Ich darf meinen Bruder Farid nicht enttäuschen. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen, alle auszudribbeln und den Ball im Tor zu versenken. Der Druck ist groß, aber ich kann es schaffen. Hey, faul! Hör mal, Schiedsrichter, Tomatenaufnahme, auf jeden Fall Elfmeter, schieße Kolle! Ich hab die Schnauze aber voll. Nimm den Ball an! Mann, Alter! Ich hab echt alles gemacht. Unhaltbar.
ist ja ein Paradies hier. Davon kann ich ein paar Tage leben. Kommt mal alle her zu Papa Bock. Alle her. Das gibt ja ja nicht. Weißt du jetzt, was ich meine, Bruder? Weißt du, wie positiv die Presse über sowas berichtet? Weißt du, wie sympathisch das kommt? Einfach mit Flüchtlingen ein bisschen Fußball spielen, weißt du, Integration und so. Musst du öfter mal machen, Bruder. Glaub mir. Was ist denn mit so Charity mit Rumänien und Magnum? Geht auch, warum nicht? Dann lass uns öfter mal machen. Okay, aber lass erstmal Studio diesen Song da noch machen, oder? Bruder, vergiss nicht, deine Jacke anzuziehen. Draußen ist richtig kalt. 100%, Bruder, aber guck mir den Gefallen. Zieh deinen Hut an, falls die Sonne doch scheint. Hast du recht? Ich will auch keinen Sonnenbrand kriegen. Ja. Alter, das war echt hart, das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Die kleinen Wichser, die sind richtige Sportskanonen. Ja, das ist schon heftig geworden, Alter. Mann, unsere Klamotten sind weg! Wo sind unsere Sachen, Bruder? Scheiße! Ich hab dir doch gesagt eben, Alter, lass das doch besser einsperren. Bruder, da waren meine Autoschlüssel drin, S63 AMG. Meine Zigaretten. Kondome. Meine Wohnungsschlüssel. Meine Deus Maximus Geldklammer. Boah, mein Geld. Mein Zigarrenhumidor. Scheiße, Alter. Mein Feuerzeug. Alles weg, Bruder! Welcher Hurensohn hat das? Bruder, was willst du machen? Wir haben gleich Videodreh. Wir müssen noch diesen scheiß Song machen. Ja, komm, dann lass uns jetzt schnell ins Studio. Ab ins Studio! Boah, Bruder, zum Glück haben wir die Ohren beim Fußballspielen haben lassen. Bruder, hast du ja immer noch nichts gelernt. Du weißt doch, wie das ist. Es gibt immer so ein bisschen extra Gewicht, weil wir nicht immer die Uhren anlassen. Ja, das stimmt. Ja, der Anzüge ist auch nicht der beste, aber zu JBG-Phasen hast du eigentlich nie gute Sportanzüge. Ja, das stimmt auch wieder. Aber lass trotzdem schnell rein ins Studio. Ich glaube, der letzte Bastard wieder mit so einem Fischerhut. Ja, komm, komm, mal sehen. Ole, ole. Ach, guck mal, da ist der Summer. Hey, Jam, was geht, Bruder? Ole, ole. Ey, was geht ab, Fabi? Alles klar? Wie geht's, Bruder? Alles gut? Was geht, Bruder? Alles gut, Jungs? Was macht ihr? Boah, geiler Style, Alter. Hallo auf, ja, Alter. Schwüss, ja, Hammer, Alter. Seid ihr jetzt auch auf den Trichter gekommen? Ey, wir kommen super. Was für Fußballspiel? Was für Fußball, Mann? Ihr kommt bestimmt gerade. Was hast du da? Bruder, das ist ein neuer Eiweißshake. Sekt Plus? Ja, ja, klar, von Sekt Plus. Klar, klar. Ja? Der ist super, Bruder. Willst du mal probieren? Ja, ich hab eben. Kannst du behalten, Bruder. Ja? Jungs, schwimmst dann weiter, ne? Wir sehen uns. Ciao. Hau rein, Bruder, ja? Klar, Eiweißshake. So sehe ich auch aus, ne? Ich schwör's dir, diese neue Eiweißshake, das ballert, ne? Willst du mal noch einen Schluck? Das ist nicht schon. Ich muss doch sagen, Bro. Ich glaube, wir sollten noch ein paar Features drauf tun auf das Album. Hundertprozentig. Es gibt doch so geile Newcomer mittlerweile. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt habe ich mich auch langsam an dein Outfit gewöhnt. Das ballert eigentlich, Bruder. Auch dieser Hut. Bruder, ist nicht schlecht. Ich schwöre dir, dein Outfit, das ballert schon irgendwie. Bruder, die sieht auch nicht schlecht aus, Bruder. Steht dir, auf jeden Fall, Alter. Alter. Lass mal den Song jetzt machen, wir haben gleich Videodreh, Bruder. Wie war nochmal dieser Beat? Mach den nochmal an, bitte, Jude. Oh nee, das ist doch scheiße. Habub, das ist doch zu altmodisch, oder nicht, Bruder? Bruder, sowas will keiner mehr hören heutzutage. Komm, Dicker. Ja, Jungs, ich check das nicht, ich hab den doch selber gepickt. Das war doch genau das, was ihr haben wolltet. Und ihr hey, Judy, Lili, ach, die würde niemals so einen Beat nehmen, Alter. Niemals. Der wird niemals auf sowas rappen. Lass was Neues machen. Lili Achti, Alter. Ich schwör's dir, Achob. Lass mal richtige Hits machen, ja, Digga. Mann. Wie Boxer. Ja, Mann. Bisschen mit Groove drin, Diggi. Bisschen Abtempo so, weißt du, ich mein? Hey, Jungs, ich hab grad einen offen gehabt. Hört mal rein, vielleicht ist das ja was für euch. Ja, Mann, Diggi. Hamub, ich fühl den Shit. Oder, Bro? Ich geh direkt in den Groove, Mann. Yo, Judy, mach mal diesen Effekt auf diese Stimme. Diesen Autotune oder was heißt das? Ja, probier mal aus. Ich lass dir mal laufen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mama, ja, Mama.
Mann, Felix! Ist dir eigentlich klar, was du da gerade geschaffen hast? Das ist ein Hit, Diggi! Ein Hit, Diggi!